Moin Moin und herzlich willkommen bei einem neuen Let's Play. Wir spielen Factorio. Ja, bevor ich viel erzähle, ich lasse mal hier alles bei den Standardeinstellungen und dann erstellen wir uns erstmal unsere eigene Karte. Ja, wir sind jetzt hier auf einer zufällig erstellten Karte und hier sieht man schon ein bisschen, wir haben hier ein bisschen Kupfer, wir haben hier viel Eisen. Hier hinten sieht das irgendwo aus. Hier haben wir Kohle, Stein, Wasser. Oben diese lila Flecken sind Öl. Ja, also wir müssen irgendwie hier Materialien abbauen. Und darum geht es hier auch. Wir spielen nämlich hier so ein Survival-Game. Wir sind diesmal die Bösen. Wir sind hier auf einem fremden Planeten gelandet und wollen jetzt hier unsere eigene Siedlung aufbauen, unsere große Fabrik. Wollen die Ressourcen dieses Planeten nutzen. Und das wird irgendwann den Einmarschen natürlich gar nicht gefallen. Die werden wir später auch sehen. Die werden uns dann auch angreifen. Dafür brauchen wir halt Verteidigungsanlagen. Ansonsten gibt es hier wenig Hintergrundstory. Es ist alles sehr frei. Also es ist ein Open-World-Game. Die Karten sind unendlich, wie bei Minecraft. Und abgesehen von diesem Hintergrund, dass wir halt überleben wollen und möglichst neue Technologien erkunden wollen, gibt es auch keine Hintergründe. Das heißt, wir können hier machen und tun, was wir wollen. So wie man es von den guten Crafting-Games kennt. So, ja, das Besondere ist halt aber, im Vergleich zu Minecraft legt das Spiel sehr viel Wert darauf, dass man alles automatisieren kann. Das heißt, ich kann jetzt zum Beispiel hier so einen befeuerten Erzförderer bauen, da haue ich ein bisschen Kohle rein. Und dann macht er mir alles ganz automatisch und wirft das hier vorne raus. Das fangen wir gleich mit einer Kiste auf und später können wir dann auch noch Fließbänder bauen und die Fließbänder befördern das Material dann gleich zur Weiterverarbeitung. Und von der Weiterverarbeitung können wir dann wieder zur weiteren Verarbeitung, zum Beispiel Zahnräder herstellen aus Eisen. Und aus Zahnrädern können wir dann zum Beispiel Forschungsutensilien bauen. Da gibt es so Flaschen, ich kann das mal kurz zeigen. Das wäre hier zum Beispiel Forschung, Wissenschaftspaket. Da wird ein Zahnrad für gebraucht und eine Kupferplatte. Das heißt, wir müssen auch noch Kupfer und dann könnten wir das alles zusammenführen. Und am Ende hätten wir dann, jetzt haben wir das aufgenommen. Genau, und jetzt bauen wir mal eine Kiste für den Anfang. Die stellen wir hier vor und dann fließt das, oder ja, fließen ist gut, Metall im Rohzustand fließt natürlich nicht. Das wird da alles rein befördert. Ja, das Ganze wird übrigens von einem tschechischen Entwickler entwickelt und ist aktuell in Alpha-Status. Dafür aber schon recht stabil, also es gibt nichts, was ich bemängeln würde, dass ich sagen kann, okay, da habe ich viele Abstürze oder irgendwas funktioniert überhaupt noch nicht. Und ist aktuell auch noch für günstige 10 Euro zu haben. Ab 1. Juni wird das Ganze allerdings 15 Euro kosten. Und deshalb, wem das Spiel überzeugt oder wer sich das so oder so kaufen wollte, sollte jetzt sich ein bisschen beeilen, weil wenn man sich kaufen möchte, warum soll man später ein bisschen mehr bezahlen? Das Prinzip ist also ähnlich wie bei Minecraft, wo die ersten Versionen auch recht günstig waren. Ja, das Ganze soll auch irgendwann nochmal bei Steam landen. Es gab schon mal einen Anlauf mit Greenlight. Da gab es wohl irgendwelche Probleme, die ich jetzt nicht näher kenne. Auf jeden Fall hat man das Ganze dann wieder zurückgezogen. Und ja, jetzt vertreibt man es momentan nur auf der eigenen Webseite. Es gibt auch einen Tag- und Nachtwechsel, das sieht man hier recht gut. Wir können allerdings später auch Lichter bauen, also so große Leuchten, Scheinwerfer, mit denen das dann auch nachts gut beleuchtet ist. Hier haben wir schon die ersten 23 Silber. Jetzt 24 Silber, sage ich schon. Eisen natürlich. Jetzt bauen wir hier mal einen Ofen. Das werden wir nachher alles nochmal umstellen. Und in den Ofen tun wir auch ein bisschen... Ach, jetzt habe ich gar keinen Kohle aufgenommen. Das heißt, wir rennen nochmal kurz rüber, sammeln ein bisschen Kohle auf und dann stellen wir gleich den Ofen an und der stellt uns schön Platten her. Wie gesagt, unser Ziel ist es, eine riesen Fabrik zu bauen, in der mehr oder weniger alles automatisiert funktioniert. So, jetzt haben wir mal wieder keine Spitzhacke. Die verbraucht sich nämlich auch hier. Typisch wie bei solchen Items. Ja, da steht die Anzahl hier. Eine Spitzhacke, das Bild und darunter dieser grüne Balken, der sagt, okay, so und so ist die Haltbarkeit. Die kann man nicht reparieren. Gut, das ist jetzt auch weniger nötig. Wir stellen ja genug Ressourcen her. Das heißt, da müssen wir dann einfach eine neue herstellen. Zumindest ist mir nicht bekannt, dass man sie reparieren kann. Es gibt zwar ein Reparaturwerkzeug, aber ich glaube, das funktioniert nicht mit Werkzeugen. Wenn doch, wenn ich mich irre, jederzeit in den Kommentaren
eure Meinung hinterlassen und dann werde ich das einfach beim nächsten Mal nochmal ausprobieren. So, jetzt haben wir nochmal ein bisschen Kohle, das sollte auch erstmal reichen. Denn auch die wollen wir natürlich gleich irgendwann automatisiert abbauen. So, dann holen wir uns hier nochmal das Eisen. Das sind jetzt schon fast 50. Das heißt, wir kriegen auch ungefähr 50 Platten raus. Und dann werden wir mal anfangen, Fließbänder zu bauen. Und ja, also kurz zu meinem Plan, wie ich das Ganze vorhabe. Hier oben ist ein riesen Eisengebiet. Das ist schon mal richtig cool. Und direkt daneben Kohle. Das heißt, hier unten in diesem Bereich würde ich gerne die große Fabrik bauen. Hier haben wir ein bisschen Kupfer. Das müssen wir später natürlich von woanders nochmal dazu holen. Aber das sollte wenig Probleme machen. Ich schaue gerade. Gut, das ist echt ein bisschen weiter weg. Bisher hatte ich immer so recht große Felder beieinander. Aber warum nicht, ne? Ist natürlich auch ein bisschen spannender. Also wir können auch zum Beispiel später Züge bauen. Das heißt, auch größere Entfernungen sind problemlos zu bewältigen. Das Spiel ist auch recht Ressourcen. Arm, also auch auf dem Laptop unterwegs gut zu spielen. 120 MB oder so ist der Download groß. Und ja, also von der Grafik sieht man es, das braucht jetzt nicht so viel. Kann mal kurz schauen, also die Auslastung meiner CPU dümpelt hier gerade bei 20% so ungefähr rum und auch der Arbeitsspeicher ist alles andere als stark beschäftigt. So, ja, hier haben wir nochmal ein bisschen Holz geschlagen und dann schauen wir mal, wie es mit den Platten aussieht. Und dann würde ich sagen, beginnen wir mit der Automatisierung. Genau, da haben wir schon recht gut was. 8 Stück können wir machen. Mein Plan ist jetzt so gesehen, hier so runter und dann hier ungefähr die ersten Öfen. Für die Öfen brauchen wir nochmal Stein. Das habe ich ja, da unten ist es, das bauen wir auch mal schnell ab. So. 2, 3, 4. Es gibt später auch noch eine Spitzhacke, die man aus Stahlträger machen kann. Die ist natürlich noch ein bisschen besser, hat auch noch eine bisschen bessere Haltbarkeit. Aber das werden wir dann später alles sehen. So. Das Let's Play wird übrigens so sein, dass, oder die Folgen werden alle 2 Tage veröffentlicht. Das heißt, heute haben wir Montag, das heißt, heute wird eine Folge veröffentlicht, dann am Mittwoch, dann am Freitag, Sonntag und nächste Woche dann Dienstag. Wir können das aber, da müsst ihr einfach entscheiden, mir ist das relativ egal. Wir können das auch so machen, dass ich zum Beispiel immer montags, mittwochs, freitags und sonntags. Ja, wobei, dann hätte ich mehr als alle 2 Tage. Nee, das ist ein bisschen blöd, da müssten wir. Aber gut, ihr könnt ja mal in den Kommentaren schreiben, wie ihr das so findet und ob ihr da irgendwie Wünsche habt, dass das vielleicht ein bisschen anders gemacht wird. Ich lasse hier auch gleich eine Lücke, weil wir wollen natürlich gleich auch ein bisschen Strom haben. Und den kann man hier aus Wasser, also Wasser, das erhitzen wir mit dem Kessel. Und ja, dann haben wir Wasserdampf und das wird unser Stromantrieb. Also wie man es früher kennt von den alten Dampfmaschinen und den Zügen, die damals auch mit Dampf lief. Ist übrigens mal ganz interessant, sowas zu sehen. Gerade bei uns hier in der Gegend gibt es regelmäßig so Stadtfeste und so, wo dann so ein alter Zug nochmal ja, eine 10, 20 Kilometer lange Strecke fährt. Gibt es bei euch in der Nähe bestimmt auch. So. Da haben wir noch mal ein bisschen Kohle. Die packen wir auch mal gleich hier rein. Habe ich sie natürlich ins falsche Feld gepackt. Hier noch mal. Dann holen wir uns noch mal ein paar. Ah, hier müssen wir mal ein bisschen rausnehmen. Und dann packen wir hier noch mal was rein. Dann schauen wir mal. Ah, noch mal 63. Also ich würde sagen, da holen wir jetzt auch mal ein bisschen was her. Und packen das hier rein. Das geht natürlich schneller, wenn wir das mit 2 oder 3 Öfen machen. Ich würde sagen, komm, das bauen wir auch gleich ab. Bauen das da unten zu. 6 Öfen habe ich mir gedacht, bauen wir davon. So, Mist, immer ins falsche Feld. So, ach so. Da haben wir nochmal 5, 4 und nochmal eine. Und da bauen wir nochmal 13 Fließbänder. Dann bauen wir auch hier die Kiste ab.
Übrigens sehr gut finde ich bei diesem Spiel, dass wenn man was abbaut, auch gleich das, was ja sich noch im, zum Beispiel jetzt in der Kiste befunden hat, dass das gleich im Inventar landet. So, und so sehen übrigens die Fließbänder aus. Das heißt, da sieht man jetzt zum Beispiel, hier wird das Material auf der linken Seite befördert. Alle Fließbänder haben so gesehen zwei Slots, einmal die linke und einmal die rechte. Das heißt, ich kann zum Beispiel jetzt auch noch Kupfer hier zulaufen lassen. Wesentlich interessanter ist allerdings später Kohle, wobei wir dafür auch nochmal ein zweites Fließband benutzen könnten. Wie es im Endeffekt machen wir? Oh, ich glaube, wir nehmen gleich ein zweites, oder? Was meinst du? Nehmen wir ein zweites? Ja, ne, oder? Komm, was soll der Geiz? So, ach ja, wir müssen auch dringend mal bald Forschung betreiben. Aber dafür brauchen wir noch ein paar Materialien, unter anderem Kupfer. Darum würde ich sagen, machen wir erstmal hier, dass wir genug Stahl herstellen oder Eisenplatten. Und dann kümmern wir uns ums nächste Problem. So, bum, 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 bum. Dafür brauchen wir noch ein bisschen Stein. Gut, das holen wir gleich. Und da machen wir erstmal hier nochmal 16 von. Machen uns auf den Weg, Stein zu holen und kommen dann gleich zurück. Also wie gesagt, mir macht das Spiel eigentlich relativ viel Spaß, ist allerdings auch sehr zeitintensiv. Also bis man die komplette Fabrik aufgebaut hat, ja, bis man die Karte so ein bisschen erkundet hat, bis man das auch überhaupt verstanden hat. Also ich habe jetzt schon mal eine Runde gespielt, da habe ich so die ersten Technologien auch freigeschaltet und dafür habe ich gute 4-5 Stunden gebraucht. So, und wenn ich mir jetzt überlege, alle Technologien, dass ich bis, ich kann mal kurz gucken, also später kann man hier noch Raketenabwehr und so weiter erforschen, da braucht man hier auch mega super Wissenschaftspakete. Ich schätze mal, da sitzen wir locker mal, ja, in die 20 Stunden dran. Aber das werden wir auch sehen. Ich denke mal, das ist auch unser Ziel. Oh, wir bauen natürlich auch das Falsche ab. Das sagt mir auch keiner von euch. Wir wollen ja kein Eisen, das haben wir jetzt recht viel. Wir wollen ja jetzt ein bisschen Stein abbauen. Ja, die Folgen werden aber allerdings genauso wie bei Gothic immer so zwischen die 20 und 30 Minuten lang sein. Allerdings, damit es ein bisschen übersichtlicher bleibt, nur alle zwei Tage. Wenn alles gut geht, wird dann auch am Dienstag oder am Donnerstag Watch Dogs starten. Dazu möchte ich aber kein Versprechen geben, ob ich das wirklich Let's Playe, aber ich habe es zumindest auf meiner Liste als eine Möglichkeit. Vielleicht gibt es auch nur ein Check-Video zu. Mal schauen. Ihr könnt auf jeden Fall gespannt sein. So, Schätzelein, da machen wir ein bisschen hin. 10 Stück brauchen wir so. Wie viel haben wir? 9. Dum, dum. Auch diese Bewegung, wie er das rumstampft. So, mit so einem einfachen Stab so einen Stein zermettert. Also, der Typ ist schon cool. Das kann man nicht anders nennen. Ich würde sagen, wir nennen ihn übrigens auch Jürgen. Also, Schätzelein hier, das hier ist Jürgen. Ich mag Jürgen übrigens den Namen immer so zum Rufen und so. Ist ein Traum. Werden die geneigten Zuschauer sicherlich noch merken. So, ja. Das sieht ja schon versupi aus. Jetzt brauchen wir noch Arme und Strom. Wir können aber auch erstmal hier diese befeuerten Knickarm-Roboter machen. Aber schwierig. Gefällt mir nicht. Oh, wir haben gar keinen. Ja, natürlich, weil wir haben noch keine Knickarme. Und entsprechend befüllt sich das Ding natürlich auch noch nicht. Ja, schwierig. So, in der Zeit können wir natürlich noch mal ein bisschen gucken. Also hier haben wir ein bisschen Kupfer, also es ist echt recht wenig. Das finde ich eigentlich ein bisschen schade. Dafür haben wir die Sachen auch ansonsten recht nah beieinander und riesen Felder. Also das ist natürlich auch ein Vorteil. Nur wie gesagt beim Kupfer, da werden wir mal ein bisschen schauen müssen. Allerdings ist auch Kupfer so das, was wir am wenigsten brauchen. Also nicht, dass wir es gar nicht brauchen, aber ja, wesentlich weniger als Eisen. Zumindest bisher. Also es kann natürlich sein, dass irgendwann nach den Technologien, die ich so erforscht habe, ja so ein mega Kupferbedarf entsteht. Ich sehe gerade, ich habe das auch falsch rumgebaut. Traurig. Nee, also das müssen wir nochmal umbauen. Das geht sonst gar nicht. Also oben kommen natürlich die Ressourcen rein und dann würde ich unten weiter das abführen, was wir
ja, das, was wir hergestellt haben. Und dann ist das natürlich wesentlich einfacher, weil wir dann hier die Fabrik erweitern können. Das war natürlich dumm von mir. So, zack, 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 zack. Okay, ich glaube, ich habe genug zack, zack gemacht. Ja. Sowas ist schon spannend. Ich glaube, wenn wir jetzt eine Spitzhacke hätten, wird das auch schneller gehen. Ich bin mir da sogar ziemlich sicher, aber ich meine, so viel ist es jetzt auch nicht mehr. Und das schaffen wir schon. So, das müsste schon reichen. So. Dum, 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 dum. Dum, dum. Und dann können wir nämlich hier unten, das wird total genial. So, das Material, ich würde sagen, weil hier brauchen wir ja ungefähr noch Kupferproduzenten. Dann führen wir das so, ja guck mal, den machen wir sogar nochmal weg. Und dann führen wir das hier so runter. Und dann können wir hier die Fabriken und die können, boah, das wird genial, Leute. Wir sind gut. Nicht, dass ich was anderes erwartet hätte, aber ich wollte es mal gesagt haben. So, da haben wir nochmal ein bisschen Eisenplatten, Eisenplatten und Eisenplatten. Und irgendwie haben wir hier auch gar keinen. Oh, ich sehe gerade, nee, doch, funktioniert. So, dann machen wir nämlich erstmal hier einen befeuerten Erzförderer. Müssen nochmal ein bisschen Kohle abbauen. Können wir vielleicht nochmal, ja, wir können nochmal eine Spitzhacke machen. Machen wir mal gleich zwei. Den befeuerten Erzförderer stellen wir unten hin. Dann bauen wir nochmal ein bisschen Kohle ab. Dum, dum. Ja, das macht der Gute schon ganz gut. Ja, also hier sieht man natürlich, wenn man reinzoomt, dass die Grafik oder beziehungsweise die Texturen natürlich jetzt nicht hochauflösend sind. Allerdings, wie gesagt, das Spielprinzip ist natürlich das, was bei diesem Spiel überzeugt. Und das ist gut umgesetzt. Und meiner Meinung nach kann man auch ganz klar sagen, okay, dann kann ich auf eine super Grafik auch verzichten. Zumindest kann ich das. Ihr könnt ja mal in den Kommentaren schreiben, beziehungsweise du kannst in die Kommentare schreiben. Oh, Epic Fail. Wir haben natürlich das Fließband auch falsch rumgebaut. Das fängt ja super an in der ersten Folge. Eigentlich sind jetzt auch schon so gute 20 Minuten rum, aber da ich jetzt einfach mal so ein Mega-Fail gemacht habe, würde ich sagen, überziehen wir noch mal ein paar Minuten. Wobei ich ja eh gesagt habe, also so 20, 30 Minuten, da will ich jetzt auch nicht jedes Mal genau auf die Uhr schauen. Insbesondere, wenn wir irgendwie gerade was Spannendes machen. So, jetzt kriegen wir hier Kohle. Kohle im Sinne von braune Ressourcen und nicht Geld. Die stecken wir hier oben rein. Und dann kriegen wir hier Eisen. Und wenn wir jetzt gleich noch Schwenkarme bauen, es gibt nämlich später die, die über zwei Felder gehen, dann können wir mit dem, der über zwei Felder geht, von oben die Kohle rausholen und von unten, also bei dem zweiten Fließband, das Metall. Und ja, dann haben wir da schon eine komplette Fließstraße oder Fließstraße, sage ich schon. Ja, Produktionsstraße für Eisenplatten. Also die können wir dann hier unten noch drauflegen und dann ist der dann ist das Ganze fertig. Ich habe es heute auch so mit einigen Wörtern. Schwierig. So. Oh. Ja, hier habe ich einen zu viel gebaut. Ich wollte das nämlich nicht mischen. So, da können wir hier nochmal ein bisschen drauf. Da geht hier nochmal ein bisschen drauf. Hier so. So. Und dann, ich hoffe, euch hat der erste Einblick ein bisschen gefallen. In der nächsten Folge geht es weiter. Da versuchen wir dann mal neben dieser Eisenproduktionsstraße auch Kupferbarren zu produzieren. Und ja, ich hoffe, wie gesagt, es hat euch ein bisschen gefallen. Und dann sehen wir uns einfach in der nächsten Folge. Bis dann, viel Spaß!